herzlich willkommen bei ProView. Ich darf euch heute die Südtiroler Band Heldner Zeit vorstellen. Links neben mir befindet sich Geiser, der Sänger und Gitarrist. Rechts sind einmal der Schlagzeuger Jan, Michi der Bassist und daneben Flo, der Solo-Gitarrist. Ihr seid eine relativ junge Band. Wie seid ihr eigentlich zu dieser Formation gekommen oder seit wann gibt es euch eigentlich? Die Band gibt es seit Juli 2011. Damals hatten ich und der Flo eine andere Band mit noch einem Freund. Und eines Tages hat mich dann Geiser kontaktiert, ob wir dann zusammen mal proben gehen wollen. Und ja, das taten wir dann auch und so wurden die zwei Bands zusammengelegt. Ihr hattet ja zwei verschiedene Bands. Wie seid ihr eigentlich zu diesen einheitlichen Namen gekommen? Also die Band von Jan und mir hatte ursprünglich den Namen Custom Light. Und zwar haben wir uns gedacht, wir behalten diesen Namen bei. Nachdem jedoch zwei Mitglieder ausgestiegen sind, haben wir uns gedacht, den Namen in Mundtot umzubenennen. Die deutsche Band Mundtot hat dann aber bei uns reklamiert, dass sie nicht wollten, dass wir diesen Namen haben, damit es nicht zu Verwechslungen kommt. Und so haben wir uns gedacht, den Namen in Heldner Zeit umzubenennen. Welche Musikstile beeinflussen euch eigentlich? Also der Musikstil, der uns am meisten beeinflusst, ist der Rock. Aber wir haben auch verschiedene andere Musikstile, wie zum Beispiel in manchen Liedern Metal oder auch Ska. Aber hauptsächlich schreiben wir Lieder, die auf den Rock basiert sind. Ihr habt ja sicher eigene Interessen an Musik. Welche Musikstile beeinflussen euch und welche hört ihr gerne? Hauptsächlich Deutschrock, Metal und auch ein bisschen Hardrock. Hauptsächlich Hardrock, Deutschrock, auch Punkrock und auch ein wenig Metal. Ja, eigentlich nur Rock und Metal. Was inspiriert dich eigentlich bei den Texten schreiben? Ja, also es ist nicht so, dass ich die Texte immer alleine schreibe, sondern es ist so, dass der Michi oder auch ich und der Jan verschiedene Grundideen oft haben und die bringen wir dann bei den nächsten Bandproben mit und zeigen sie dann den anderen Bandmitgliedern und so versuchen wir dann zusammen ein Lied zu schreiben und es ist nie so, dass jemand alleine das ganze Lied schreibt. Wann war euer erster Auftritt und wo eigentlich? Die Band hatte den ersten Auftritt Fasching 2012 in Iran und da bei diesem Auftritt bin ich auch dazugekommen, nach diesem Auftritt. Was erwartet ihr euch von der Zukunft? Also ein Ziel für die Zukunft, was wir uns gesetzt haben, ist vor allem, dass wir ein Album veröffentlichen. Und sonst versuchen wir einfach mit der Band so weit wie möglich zu kommen und so viel wie möglich zu schaffen und so berühmt wie möglich zu werden. Ich bedanke mich bei euch für das Interview, auch bei Jux Lana und tschüss. Wir möchten uns auch bedanken bei allen Fans, die uns bis jetzt unterstützt haben. Und außerdem auch beim RH-Studio mit all seinen Mitarbeitern für dieses tolle Interview. Und falls ihr noch mehr von uns wissen wollt oder Interesse habt bei unserer Band, dann könnt ihr gerne bei Facebook vorbeischauen unter Heldner Zeit Lana.